Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten kubische Gleichung lösen, und zwar wenn eine reelle Lösung, also wenn reelle Lösungen dabei rauskommen, so solche Zahlen wie 1, Wurzel 4, also nichts Komplexes, dann funktioniert dieses Schema. So, Beispiel, da kann man sich es am besten wieder vorstellen, also wir haben x hoch 3 plus 6x² plus 11x plus 6. So, in diesem Video machen wir hier die Vorbereitung, damit wir im nächsten Video dann die Lösungen berechnen können. Ist wie Mitternachtsformel, funktioniert ähnlich. Das erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen A, B, C, D und dann brauchen wir P und Q. Das sind unsere ganzen Vorbereitungsgeschichten, die wir hier berechnen müssen. Also, A ist ganz einfach, das ist hier unser Koeffizient vom x hoch 3, das ist die 1, unser B ist vom x hoch 2, ist die 6, nicht die 2, unser C ist vom normalen x, also die 11, hier natürlich die 0, und hier unser D ist die 6. So, jetzt das P und das Q. Das P, da brauchen wir eine kleine Rechnung, wo wir diese ganzen Koeffizienten brauchen. Und zwar, das ist 9ac minus 3b² durch 9a². Ja, dann setzen wir mal ein. Das ist 9 mal a, a ist die 1, mal c ist 6. 6 minus 3 mal b, b ist 6 ins Quadrat, durch 9 mal a, a ist die 1 ins Quadrat. So, dann ausgerechnet erhalte ich hier die minus 1 für mein p. Gut, kann ich das schon mal hinschreiben, minus 1. So, jetzt das q, jetzt geht mir fast hier schon wieder der Platz aus. Also das p habe ich jetzt berechnet. Jetzt zum q. Das q berechne ich auch in meine Formel, die ist ein bisschen aufwendiger. 2 mal b hoch 3 minus 9a. B9a BC plus 27a Quadrat D durch 27a hoch 3. So, eingesetzt habe ich 2 mal 6 hoch 3 minus 9 einmal, also 9 mal 1 mal 6 mal 11 plus 27 1 ins Quadrat mal 6 durch 27 mal 1 hoch 3. Ja, berechne ich nun hier das Ganze wieder in den Taschenrechner rein, dann erhalte ich Q ist gleich 0. Q ist gleich 0 ist ein schöner Fall. Werdet ihr gleich sehen, warum Q gleich 0 so schön ist. Gut, kann ich noch die 0 schreiben. Das war die Vorbereitung, diese 6 Buchstaben hier zu berechnen. Im nächsten Schritt, im nächsten Video, im zweiten Teil, zeige ich euch, wie ihr jetzt die einzelnen Lösungen x1, x2, x3 berechnet. Also, bis gleich.